Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Ingo Ingensand, in Norddeutschland hatte man nicht mehrere Vornamen üblicherweise. Und es ist auch kein Künstlername, sondern ganz echt. Dass ich mich ein Leben lang mit Musik beschäftigt habe, in unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen, und auch die Interessensgebiete sind ein bisschen gewandert. Wie alle kleinen Kinder Blockflöte spielen, über Klavier spielen, über Komposition, dann ganz weg von Komposition. Dann habe ich ein Leben mit Dirigieren verbracht und vor knapp 20 Jahren ist das Komponieren wieder zu mir zurückgekommen, was ich jetzt in meiner Pension sehr genieße, weil ich es leicht noch ausüben kann, außerdem ein bisschen Klavier spielen, was mir geblieben ist. Das Projekt Lebensblüten unterstützen, denn? Ich finde, es gibt im Wesentlichen zwei Aspekte. Einmal ist das, was womöglich für Hinterbliebene bleibt, sehr schön, wenn jemand, der vielleicht sterben muss, wenn der formulieren kann, was ihm in seinem Leben wichtig ist. Das ist für die Nachbleibenden schön, aber es ist vor allen Dingen, das ist der zweite Aspekt, möglicherweise auch für ihn selber schön. Es ist die Konzentration auf das, was positiv in dem Leben war und vielleicht auch damit eine Einstellung, mit der man irgendwie zufrieden in den Tod gehen kann, im vollen Bewusstsein. Es ist ja sowieso ein unglaublicher Zufall, dass alle diese Moleküle irgendwie zusammengekommen sind, zu denen man dann hinterher ich sagt. Und wenn man dann sagen kann, das hat eigentlich viele schöne Aspekte gehabt, die habe ich alle erlebt und die sind nicht stehlbar, dann kann man irgendwie auch sehr zufrieden sein, glaube ich. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.